Alola, ja, herzlich willkommen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Herodum, zu einem späten Part. Naja, ich weiß nicht, ob der Part spät ist. Wann werde ich ihn hochladen? Ist es eine Vorproduktion? Werde ich ihn am Morgen hochladen? Werde ich ihn am Abend hochladen? Ich weiß es nicht. Jetzt ist es spät, während ich ihn aufnehme. Egal, ihr werdet es ja sehen. Also, willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Sonne. Es ist dunkel. Passt super. Los geht's. In die nächste Story. Hallo, Zwergenfürst. Es ist mir endlich gelungen, Tauros zu beruhigen. Würdest du mir einen Gefallen tun und es nochmal streicheln? Okay, ja, streiche ich es halt nochmal. Sieh mal, wie er sich freut. Vermutlich spürt er deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, weil es gerne selbst auf Inselwanderschaft gehen würde. Was? Wie? Du möchtest Fang spielen? Na gut, der alte Haller wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich ein Inselkönig. Okay. Alles klar. Ein etwas ulkiger Part. Beginn. Joa, ich wollte mal erwähnen, dies hier ist 9. Part. Wir sind auf Route 2. Ein grasbewachsener Weg. Dies ist der 9. Part. Im nächsten Part, im 10. Part, gilt es dann, ja, eure Stimmen auszuzählen. Ihr durftet wählen. Oh, das passt ja ganz gut. Ein Mauzi erscheint. Ihr durftet euch aussuchen, welches Johns Lebenspartner wird. Soll es ein... Was? Soll es ein Mauzi oder ein Mamfaxo werden? Also soll es Lea oder Lilly sein? Im vorletzten Part könnt ihr abstimmen. Link zu dem Part in der Videobeschreibung. Nein, ich brauche mich nicht. Ich fange in diesem Part kein Pokémon. Na doch, ich könnte ein Pokémon fangen, das männlich ist. Das würde dann das nächste. Das würde dann das. Der Partner von dem Verlierer werden dann sozusagen. Das werde ich vielleicht auch machen. Ja. Stimmt ab. In dem Video, was verlinkt ist in der Infobox oben, das kleine i. Rechts oben. Zieht euch das Video an. Schaut euch die beiden an und ja, stimmt es dann in der Folge ab. Die Entscheidung wird morgen feststehen. Morgen ist der 29.11. Ja. Und dann, ja, in dem Part vom 29.11. wird dann die Entscheidung gefallen sein. Ja. Eine Wahl, die euch obliegt. Ausnahmsweise mal. Sonst werde ich das immer entscheiden. Aber anlässlich des 10. Parts Pokémon Sonne werde ich diese Ausnahme mal machen und ihr dürft entscheiden, wer von den Zweien diese
liebe Katze heiratet. Ich habe hier schon meine Stellung dazu bezogen im besagten Hort. So. Ich werde sie nicht wiederholen. Schaut's in den Part. Ja. Und dann hoffe ich, ihr wählt weise. Zwergenfürst gewinnt 288 Pokédollar. Wie guckt denn die? Die guckt da auch komisch rein. Ja. Kann man wohl so sagen. Wir gehen weiter und suchen nach einem, nach dem Taurus. Nicht nach einem Taurus, sondern nach dem Taurus. Okay, wo geht's hier lang? Zum Hauholi Friedhof. Unser allerletzter Wille hier zu ruhen. In ewiger Stille. Ja, gehen wir mal auf den Friedhof bei Nacht. Hauholi Friedhof. Hoho, ein Friedhof bei Nacht. Na dann. Dann machen wir. Ich denke, hier werden wir den lieben Taurus nicht finden, aber noch ein paar Kämpfe können wir hier bestreiten. Ich habe, das kann ich euch sagen, im Offline, im Offscreen-Training mal die Lea und die Lilly ein bisschen trainiert, so dass sie jetzt Level 9 ist. Die eine war Level 8, die andere Level 7, als beide auf Level 9 trainiert. Ich dachte, ich mache das mal, damit ihr das lange Training nicht sehen müsst. Ich werde bestimmt mal ein Training innerhalb eines Parts machen, aber ja, hat gerade Bock drauf und wollte nicht extra die Kamera anschmeißen. Hab halt ein bisschen offscreen gelevelt. Ist, glaube ich, auch besser so. Steht, glaube ich, auch in den Regeln, dass mir offscreen leveln erlaubt ist. Ja. Setzen wir mal weiterhin bis ein Pikachu besiegt. Oh ja, ich muss mir unbedingt noch ein Pikachu fangen. Erinnert mich dran. Nun sollte ich es vergessen, bei der nächsten Gelegenheit mal ein Pikachu zu fangen. Was schon besiegt. Zwergenfürst gewinnt 360 Pokédollar und geht sich gleich aus diesem Kampf hervor. Muss ich das jetzt wirklich jedes Mal sagen? Oh, was ist mit dir? Hier liegen meine Pokémon bekam. Sie waren wie eine Familie für mich. Aber anstatt Trübsal zu blasen, möchte ich ihnen einen heiteren Anblick bieten. Okay. Dann tu das mal. Mit deinem einen überlebenden Pokémon. Oh, hier können wir vielleicht mal ein Grab für Mauzi mieten. Für Lea, die erste. Die ist ja auch schon gestorben. Spoiler. In einem Part. Schaut euch die Parts alle an. Ich werde sie nicht alle verlinken. Aber genau genommen ist es ja gar kein Spoiler, weil es ist schon ein vergangener Part. Also. Ja. Für alle, die halt diesen Part nach dem den 9. Part nach dem 7. Part gucken. Ja, Pech gehabt. Was guckt ihr? Was guckt ihr die Parts durcheinander? Da quatsch ich hier einfach so.
und Lea wird besiegt. Lea 2. Ist auch hier irgendwie mit meinen Mautis, die überleben es nicht lange. Das ist auch irgendwie... Habe ich jetzt gerade mein zweites Mauzi getötet? Habe ich mir vorgenommen, besser auf meine Pokémon zu achten während Kämpfen? Ja, Makuhita heißt er. Okay. Ich glaube nicht, dass der Mensch Makuhita heißt, aber... ja... Reservieren wir gleich zwei Gräber. Wer ist denn das hier? Ist das noch schon belegt? Nee, scheinbar nicht. Ich nehme dann das hier und das ist schon belegt. Dann nehme ich auch noch das hier. Also das hier für Mauzi 1. Nee, das ist für, das hier für Mauzi 2 und das hier für Mauzi 1. Ja. Zwergenfürst, pass auf deine Mauzis besser auf. Die verrecken die ja alle nacheinander. Ja, aber nützliche Training. Supertrank, ja, könnte ich mal gebrauchen. Aber nützliche Items gibt's hier. Und einen nächsten Kampf. Wenn ich den Pokémon-Friedhof besuche, habe ich immer Tränen in den Augen. Ja, meine zwei Mauzis. Ich werde mir versuchen, ein drittes zu fangen. Wow, geil! Die Alola-Form von Gumba ist es nicht. Nee, Gumba ist aus Mario. Dicta, genau, Dicta war es. Ich verwechsel die immer miteinander. Gumba und Dicta. Woran das wohl liegen mag. Ach, mein kleines. Nein, ich werde nicht weinen. Zwergenfürst gewinnt 360 Pokédollar und geht sich gleich aus diesem Kampf gegen den. Wie nennt man das? Witwer ist es ja nicht, weil es ist ja kein Pokémon. Ja. Ja. Egal. Oh, noch ein Item. Du findest TM 100 Vertrauenssache. TM 100 wurde in der TM-Tasche verstaut. Joa, weil die Sache mit dem, mit der Ehe noch nicht so wirklich geklärt ist. Wow, ein Nebula muss mir noch glatt fangen. Bitte lass es männlich sein. Nö, ist weiblich. Das geht nicht. Ja, da das mit der Partnerschaft noch nicht geklärt ist, kann die Rache, ihr wisst schon, Regelwerk, hatte ich's, ihr Paare dürfen nur miteinander tauschen, stirbt ein Partner, hat der Witwer, die Witwe den verstorbenen Partner zu rächen und so weiter und so weiter, schafft er es nicht, den zu rächen, folgt ihm ins Paradies und so weiter und so fort. Das kann ich halt noch nicht machen. Ein Trauenfugel. Weil noch nicht klar ist, wer denn bitte der Partner ist. Deshalb, wenn Mauzi jetzt der Partner wäre, hätte John jetzt das Mauzi zu rächen. Aber, ist Mauzi der Lebenspartner? Stimmt ab. Katze und Katze, Lebenspartner oder Mampaxo-Dingens und Katze, Lebenspartner. So, ich gehe mal kurz mein verstorbenes Mauzi in die Box legen. Mauzi 2. Anelia 2. Ja, wird lustig. Ihr könnt mal vielleicht in die Kommentare schreiben und mal schätzen, wie viele Leas es geben wird.
wie viele Mauzis in meinem Team existieren werden. Ich habe nämlich vor, jetzt mein nächstes zu fangen. Mann, das habe ich so gut gelevelt. Schon Level 10. Tja. Ab in die RIP-Box. So sind die Regeln. Es tut mir leid. Und ist traurig. Und ja, 2. Ich hab dich gemocht. Verrat's nicht, Lea 1. Aber als Lea 1 habe ich dich gemocht. Hier, das ist Lea 2 und das ist Lea 1. Beide mit einem Superball gefangen. Oh Mann. Bin ich unverantwortlich. Ein bisschen schon. Ich werde mir wirklich Mühe geben. So. Versuch jetzt hier wieder ein Mauzi zu fangen. Ein paar Sekunden später. Klasse, Mauzi wurde gefangen. Sie sahen den Fang von Lea 3. Lea erreicht Level 10, mal so bei nebenbei. Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Lea, die dritte, wurde in dein Team aufgenommen. Ja. Ich werde besser auf dich aufpassen. Werde dich trainieren. Werde dich wieder auf Level 10 trainieren. Du bist jetzt Level 7. Werde dich offscreen sogar. Werde mir die Zeit nehmen. Werde dich zu Level 10 trainieren. Und du wirst bei mir besser aufgehoben sein als 2 und 1. Ach man. Es war eine schöne Zeit mit Nummer 2. Nummer 1 hatte ich nur sehr kurz. Aber mit Nummer 2 war es eine schöne, auch sehr kurze Zeit, aber eine schöne Zeit. Gut, weiter Richtung Tauros. Wir haben ja noch die Mission mit dem Tauros. Die gilt es nicht zu vergessen. Auf dem Friedhof waren wir falsch. Na, da waren wir richtig. Da haben wir 2 Mauzis beerdigt. Schauen wir mal hier rein. Unser Motel ist schon eine Nummer für sich. Was? Wir sind immer voll ausgebucht. Aber wen wundert's? In diesem Projekt stecken schließlich jede Menge Zeit, Arbeit und Mühe. Bist du auf Inselmannschaft, dann zögere nicht, dir unterwegs von verschiedenen Pokémon helfen zu lassen. Ja, wenn es dann irgendwann geht. Oh, hier. Findest das Item Supertrank. Cool, ich habe schon 2 Supertränke. Das ist gut. Oh, hier im Zimmer. Stürch hier jemanden im Motel. Du hast ja einen Pokédex. Wow, dann nimm diese Nestbälle. Ich werde hier sogar noch beschenkt. Du hältst 2 Exemplare des Nestball. Nestbälle wurden in der Itemstash verstopft. Je schwächer ein Pokémon ist, desto leichter lässt es sich mit einem Nestball fangen. Okay, ich werde hier beschenkt. Ich habe es nicht verdient. Ich habe gerade 2 Mauzis sterben lassen in den letzten Parts. Oh Mann. Tilo. Nicht mal das Pokémon nachmachen. Kann ich mehr. Das Karma. Ich glaube an sowas wie Karma nicht. Sorry. Ich glaube, wenn es sowas gäbe, dann wäre ich jetzt vom Karma richtig gefickt. Ja. Ich nehme wirklich nur John als Pokémon,
Was ist denn da? Boto! Boto klammert sich an dir fest und lässt dich nicht mehr los. Anscheinend möchte es dich zu den Bärenfeldern führen. Ja, die Bärenfelder. Was soll denn hier auf den Bärenfeldern sein? Oh, Team Skull, die schon wieder. Och nö, komm. Muss das sein? Biere sind zwar voll Name, aber Team Skull wird sie trotzdem einsam jung. Geht das in deinen Schädel rein, Alter? Ich glaube, ich habe Lame nicht englisch ausgesprochen. Das müsste eigentlich lame heißen. Ah, gut. Bin halt nicht so cool wie Team Skull. Sorry. Die Bären sind jetzt unsere kleinen Fragier. Jo. Ich trete meine Bären liebend gerne an Pokémon ab, aber auf keinen Fall an Typen wie euch. Mein Homie und wir sind also weniger wert als Pokémon. Willst du uns dissen oder was? Mann, die haben Slang drauf. Ich glaub's nicht. Was glotzt denn so ein Herr? Hä? Du schon wieder? Willst du dich schon wieder mit uns anlegen? Oder was? Am Hafen Hamburg ist dir ja verreckt. Aber jetzt machen wir's ernst, Bro. Danke, dass du mir helfen willst. Aber Team Skull sind endlich einfach nur halbstarke Aufschneider und mit zu viel Freizeit. Große Klappe und nichts dahinter. Kümmere dich nicht um sie und setze deine Inselmannschaft fort. Hey, was fällt dir ein, Alter? Red doch nicht so über uns, als wären wir einfach hier. Als wären wir nicht hier, klar. Willst du etwa abhauen, man? Wir machen dich platt und schrammen uns an deinen Pokémon. Ich kann dir zeigen, was für ein Dickschädel ich sein kann. Schau genau hin, Mann. Bro. Auf geht's in den Kampf, man. Team Skullrüppel fordert dich heraus. Team Skullrüppel setzt Traumato ein. Da muss der jetzt große Angst haben. Ein Traumato. Nö, ich setze einfach mal Feuerzahn ein. Und das Ding ist so gut wie weg. Pfund. Pfund. Ist das dein Ernst? Pfund. Ich setze nochmal Glut ein. Und dann ist das Ding. Tode die Toast. Mausetot. Oder soll ich sagen, Traumato-tot? Was sind das für Waschlappen? Sorry, aber das sind dümmere Waschlappen als Team Rocket. Und Team Galactic und alle Teams inklusive. Boah, ich jetzt, du bist viel zu stark. Das will mir nicht in den Schädel rein. Das nervt mich so gewaltig, dass ich jetzt nie mal den Tag verwiesen werde. Gute Idee. Die Vegetationshöhle ist ja nicht mehr weit von hier. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit dein Dickschädel ihn nicht mehr vergisst. Also merkt ihn gefälligst, wer er ist. Rüpel A? Okay. Oh Mann, die gehen mir langsam auf den Kranz. Oha! Du und dein Flamjau habt es ihnen richtig gezeigt. Hier, als Dank dafür, dass du den Hochschädel von Team Skull verehrt hast. Du erhältst das Item Sinnebeere. Sinnebeere wurde in der Basistasche verstaut. Okay. Mit Sinnebeeren kannst du ein paar der KP eines Pokémon wiederherstellen.
kannst sie direkt auf das Pokémon anwenden oder ihm die Beere zum Tragen geben. Haha, in Alola wachsen jede Menge Beeren. Also kannst du ruhig auch jede Menge sammeln. Gut, weiter geht's. Das Botogel hat uns richtig geführt. Vielen Dank nochmal. Wo auch immer du jetzt bist, Botogel. Tipps für Trainer. Wer versucht, das Pokémon eines anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Wirf deine Pokémon nur auf wilde Pokémon. Wusste ich noch nicht, dass man ein Dieb ist, wenn man etwas klaut. Danke für den Hinweis. Aber, ja. Ich will ein Pikachu zum Beispiel oder als besondere Pokémon. Hallo, Zwergenfürst, wie geht's deinen Pokémon? Alles prima. Na, zumindest denen, die überlebt haben. Das freut mich. Mein Team konnte allerdings eine kleine Pause vertragen. Und das sieht wie ein Pokémon Center aus. Lass uns ins Pokémon Center gehen. Zwergenfürst. Ja, immer gerne. Hast du gewusst, dass Kaporiki irgendwie mit der Vegetationshöhle in Verbindung steht? Da darf man nur rein, wenn man einen guten Grund hat, wie etwa die Inselwanderschaft. Okay, das ist ein guter Grund. Okay, ja. Ach ja, kennst du dieses tolle Item schon? Hier, ich gebe dir ein paar von meinen ab. Und er legt es in die Luft und ich nehme es mir aus der Luft. Auch ein Hinweis, den ich ansprechen muss. Beleber wurde in der Medizintasche verstaut. Mit einem Beleber kannst du ein Pokémon, das kampfunfähig ist, wieder fit machen. Ist das bei mir erlaubt? Übrigens, beim Pokémon-Supermarkt bietet jeder Angestellte andere Items zum Verkauf an. Vergiss das nicht. Bevor ich die Prüfung mache, kaufe ich mir doch mal zur Stärkung noch etwas Leckeres im Kaffee. Das werde ich auch gleich machen. Ich heile trotzdem nochmal meinen Pokémon, obwohl die nicht sonderlich geschwächt sein sollten. Mach ich einfach mal. Da. Lily, John und Mauzi. Ne, Lily, John und Lea Nummer 3. Bitte beehren uns bald wieder. Kaufen. Irgendwas Leckeres. Tee, Roserade, Neko-Kakao gibt's auch. Nee. Ich warte mal dann mal auf den Kaffee. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Etwas kaufen? Würde mal sagen, Beleber gehen. Wenn man Beleber hat, kann man das wiederbeleben. Das würde ich sagen, ist ganz legitim. Weil das setzt das Spiel zur Verfügung. Und ja. Kaufen wir mal ein paar Pokébälle. Tränke habe ich. Das dürfte erstmal reichen. Ja. So. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's im nächsten Part. Ich verabschiede mich hier von der Route 2. Hier ist eine Weggabelung. Ich habe schon gesehen, wo ich lang muss. Ja, aber welchen Weg wir dann letztendlich gehen, seht ihr im nächsten Part. Ein Däumchen oben, soll es euch gefallen haben. Einen angenehmen frostlichen Abend, Mittag oder Morgen, was auch immer noch. Und dann bis zum nächsten Part. Wenn dann die Abstimmung steht und ja, der 10. Part gefeiert wird. Ciao, ciao. Bis dahin.